Hallo Leute und willkommen in diesem Video. Du möchtest, dass das Schuljahr oder Semester 2017-2018 dein Bestes wird? Dann solltest du diese 5 Regeln beachten und dir steht nichts im Weg. Nummer 1. Halte Ordnung. Und das nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern besonders in deinem Kopf. Fangen wir an mit dem Schreibtisch. Ich habe dir ja schon mal gesagt in meinem Video 15 School Hacks, dass ein aufgeräumter Schreibtisch auch für einen aufgeräumten Geist sorgt. Also empfehle ich dir ausmisten, wie schon besprochen im letzten Video, und wirklich den ganzen Ballast loswerden und sich auf das Neue freuen, indem du einfach die neuen Sachen vorbereitest. Nimm dir die Hefter, deine ganzen Hefte und Unterlagen, die du brauchst, bereite die vor, auch dein Hausaufgabenheft, trage alles soweit vor und sei gut organisiert. Dann vergiss nicht deine Bücher, schlage sie ein und verstau alles ordentlich in deinem Zimmer. Und glaub mir, wenn du das geschafft hast, dann nicht einfach rausrennen, sondern nochmal zurückgucken und gucken, was du da geschafft hast und freu dich. Wenn das nämlich so schön bunt ist und organisiert, dann kann man eigentlich nichts anderes machen, außer sich aufs neue Schuljahr freuen. Weiter geht's mit Ordnung in deinem Kopf. Sorge dafür, dass du dich immer auf eine Sache konzentrierst, sei es in der Schule oder auch zu Hause beim Lernen. Fokussiere dich auf eine Sache, damit du den Inhalt gut verstehst. Das Gute an dem neuen Schuljahr ist ja auch, dass du deine Freunde wieder triffst und die haben genau wie du so einen Berg voller Arbeit vor sich. Also schmeißt euch zusammen, rauft euch zusammen, bildet Lerngruppen, verabredet euch zum Lernen oder sagt einfach, du, ich kann heute nicht, ich muss zu Hause lernen, ich muss irgendwie vorankommen. Sprecht darüber, unterstützt euch gegenseitig und dann ist das gar nicht mehr so schwer. Und ja, dementsprechend kann man auch wirklich das ganze Lernen etwas zelebrieren. Wichtig ist, dass ihr alle an einem Strang zieht. Das dürft ihr nicht vergessen. Ihr sitzt ja alle in einem Boot. Und damit das mit dem Lernen auch ganz gut klappt, wie gesagt, konzentriere dich auf eine Sache. Wenn du zu Hause bist und lernst oder in der Schule, sieh zu, dass dein Handy aus ist, dass du nicht abgelenkt wirst. Und ja, lausche dem Professor oder dem Lehrer und dem, was er zu sagen hat. Und wenn dir die Konzentration manchmal schwerfällt, naja, tu so, als würdest du schon studieren und mach dir selber Notizen und arbeite das alles nochmal nach. Sei also gut organisiert, sowohl auf dem Schreibtisch als auch in deinem Kopf. Damit das Schuljahr auch ein besonders tolles Schuljahr für dich wird, musst du natürlich wissen, wofür du so hart arbeiten sollst. Also steck dir deine eigenen Ziele. Das ist natürlich einfach, wenn man sagt, okay, in dem Fach möchte ich die Note erreichen, in dem Fach möchte ich mich verbessern, das Fach passt. Aber vielleicht hältst du auch nochmal Rücksprache mit deiner Familie, was die meinen, was dir gut gelingt und was nicht. Und natürlich auch mit deinem Lehrer, der hat bestimmt den einen oder anderen Tipp für dich, was du vielleicht, ja, besser machen kannst oder wie du es dir vielleicht manchmal auch sehr schwer machst. Ich weiß noch, man macht sich als Schüler das Leben oft sehr, sehr schwer. Also sieh zu, dass du dir deine Ziele steckst und sie auch genau definierst und messbar machst. Und dann überleg dir, wie du es schaffst, diese Ziele zu erreichen. Und dazu möchte ich noch schnell ein Video von mir empfehlen, 2 sogar, nämlich Ziele, pack es an, das verlinke ich dir hier, und auch, wie man einen Lernplan schreibt. Denn das hilft dir hoffentlich, strukturell deine Ziele zu erreichen. Ja, und ich habe es ja schon angekündigt, es geht natürlich nicht wirklich ohne harte Arbeit und wirklich Lernen. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Also sieh zu, dass du dir deine Lernzeiten einplanst und dass du Unterstützung bekommst oder dass du jemand anders unterstützt. Je nachdem, was dir gerade schwer fällt oder was dir leicht fällt. Wichtig ist immer, gemeinsam schafft man viel. Und das ist eben besonders im Sport auch wichtig, gerade Motivation im Sport und Abnehmen ist ja immer auch so ein Thema, aber alleine ist echt so eine Sache. Zu zweit ist schon wieder ganz anders und das gilt auch für Schule und fürs Lernen oder Studieren oder auch für die Arbeit. Gemeinsam, ja, ist man stark, also sieh zu, dass du dir deine Unterstützung holst. Damit du dieses Schuljahr auch gut überstehst und gesund überstehst, möchte ich, dass du auf deine Vitalität achtest. Ist so ein Tipp. Sieh zu, dass du dich gut ernährst und einfach viel Sport treibst. Ist gar nicht so schwer. Gute Ernährung ist für mich erstmal viel Wasser trinken, versuche Obst und Gemüse, auch wenn du es nicht magst, oder eben gutes Fleisch und vielleicht weniger zuckerhaltige Sachen.
ganzen Snacks, Chips und so. Es belastet deine Konzentrationsfähigkeit und das wäre ja nicht so toll für die Schule. Und dementsprechend hast du auch weniger Energie, wenn du Fast Food isst oder einfach viel zu wenig trinkst oder viel zu viel Energie, wenn du nur noch Zucker zu dir nimmst. Also sieh zu, dass du viel Wasser trinkst und dich versuchst, gesund zu ernähren. Und das nächste ist natürlich auch Sport. Sport ist ein Motor, seine Vitalität wirklich zu boosten. Und Sport vor allem, um sich vielleicht mal abzureagieren oder auch hier, um gemeinsame Ziele zu erreichen und dich einfach körperlich fit zu halten. Oder du sagst, hey, ich bin da gut drin, ich kann auch alleine Sport machen, ich jogge oder suchst dir Laufgruppen. Ganz egal, also ich will nur Beispiele bringen. Egal was, sieh zu, dass du Sport machst. Und das am besten auch noch draußen an der frischen Luft. Denn das hilft deinem Körper, widerstandsfähig zu sein und durchzuhalten und durchzuziehen, damit eben ja, dein Schuljahr, was du ja gut meistern willst, dann auch gut wird. Ja, und das Allerwichtigste ist dann auch noch Spaß an der Freude. Ja, und ihr denkt euch vielleicht, na klar, Loreen, wie soll ich Spaß haben in der Schule? Aber es geht. Ich habe euch ja schon mal erklärt, wenn man sich auf etwas freut, das kann man auch trainieren und dann nicht sagen, oh, da kommt dann so ein blödes Projekt und oh, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll, sondern sagt euch, okay, neues Projekt, mal gucken, was wir draus machen. Freut euch drauf, ganz aktiv. Und das kann man echt trainieren, das ist gar nicht so schwer. Und ich möchte auch Spaß vermitteln im Sinne von, du bist ja nicht alleine, sprachen wir gerade drüber, du hast vielleicht Lerngruppen, auf jeden Fall hast du Freunde, die das Gleiche durchmachen und motiviert euch doch, indem ihr sagt, okay, heute lernen wir mal nicht nur doof zu Hause auf der Couch, sondern wir treffen uns draußen beim Picknick, lernen erstmal durch und danach wird schön gepicknickt. Jeder bringt was zu essen mit, was zu trinken, dann zelebrieren wir das Lernen. Wir feiern uns, weil wir so gut gelernt haben. Wichtig ist natürlich, zuerst lernen, dann feiern. Aber es geht und es macht echt irre Spaß. Und wenn ihr vielleicht so Lernthemen habt wie Mathematik, mein Tipp, erstmal Stillarbeit für euch, alles durcharbeiten und durchrechnen und dann in der Gruppe die Ergebnisse vergleichen und vielleicht auch diskutieren. Und danach feiern. Also, Spaß bei der Sache ist gar nicht so schwer. So, ja, nicht, dass ihr denkt, ich übertreibe hier maßlos, aber tatsächlich habe ich so immer versucht, meine Schulzeit zu verschönern oder auch meine Studiumzeit. Und ich habe damals noch neben dem Job studiert. Also es war eigentlich wenig Zeit, aber man kann sich trotzdem auf viele Dinge freuen und es sich gemütlich machen. Von daher hoffe ich, dieses Video gefällt euch, bringt euch was und motiviert euch natürlich. Ich wünsche euch nur das Beste für die neue Saison. Wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao!